Jojojo, Leute, was geht? Heute geht's weiter mit Java Multithreading und zwar diesmal mit dem wirklichen Zugriff auf dieselbe Variable, die wir dann auch verändern innerhalb von verschiedenen Threads. Das ist eine coole Sache, denn dann können wir endlich mal doppelt so schnell irgendwelche Variablen verändern oder auch nicht. Das werde ich euch nämlich gleich zeigen, was da so passieren kann. So, zu diesem Zweck habe ich hier schon mal eine neue Klasse erstellt, die nennt sich einfach Blub, weil ich einfach unkreativ bin ohne Ende gerade. Und ja, hier hat sich nicht viel geändert. Ich habe ein bisschen was rausgelöscht. Ja, das ist unser Thread hier, unser Custom Thread. Blob ist einfach noch eine leere Klasse, da passiert einfach gar nichts. Und die Main hat sich eigentlich auch nicht wirklich viel geändert zum letzten Mal. Ich möchte jetzt allerdings meinen Threads hier diese neue Variable, noch nicht Variable, aber gleich, also eine Instanz der Klasse Blob, die wir hier oben gleich mal erstellen können. Blob B gleich New Blob. So. Die möchte ich hier diesen Threads übergeben und zudem noch ein kleines Flag, damit der erste Thread weiß, dass er der erste ist und der zweite Flag muss wissen, dass er der zweite ist. So, Boolean Flag. Achso, ja, das brauchen wir hier eigentlich überhaupt nicht reinschreiben. Das kann man hier auch einfach direkt reinpacken. Wir übergeben B und wir übergeben dem ersten Thread True, weil es der erste ist. Und der zweite Thread kriegt auch B, dasselbe B wohlgemerkt, und er kriegt ein False. So. Jetzt will ich den Konstruktor natürlich ändern. Hier kommt ein Blob rein und ein Boolean. Nennen wir es B und C. Okay, Eclipse. So, dann brauchen wir hier natürlich noch die Klassenvariablen. Blob. Blob. Und wir brauchen ein Boolean. Nennen wir ihn Flag. Flag ist cool. Rennt jeder von denen mit einer Flagge rum. So. Blob ist B und die Flagge, nein, ist C. So. Und ich mit meinen Wurstfingern triff's natürlich mal wieder nicht. Und jetzt wollen wir hier diese schöne Klasse noch mit irgendwas befüllen. Das ist die Klasse, in der ja, in der auf dieselbe Variable zugegriffen werden soll. Das machen wir erstmal, indem wir hier oben einen Boolean, nennen wir ihn auch Flag gleich. Das ist eine andere Flag, also die hat mit der anderen nichts zu tun. Nennen wir ihn erstmal Flag gleich False. Und dann wollen wir hier zwei Methoden haben, nämlich eine Public Synchronized. Und ihr seht jetzt auch, hier kann Synchronized auf Methoden angewendet werden. Das ist das Coole daran. Denn so kann ich jetzt endlich mal sicherstellen, dass hier Methoden auf dieselben Variablen zugreifen können. Und ja, das ist auch schon alles. So, Public Synchronized Void und die macht einfach. Ja, machen wir erstmal die zweite. Das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. So, Public Synchronized Void und das ist die Second. So. Hier. Perfekt. So, was wir jetzt machen wollen, was macht denn mein Nachbar schon wieder? Ruhe da oben. Was wir jetzt schon wieder machen, ist, wir greifen auf dieselbe Variable zu, nämlich hier, also wir erstellen uns zwei Threads, jeder kriegt ein Blob mitgeliefert, das ist dasselbe Blob, das heißt, wir überliefern auch dasselbe Flag hier. So. Und dann greift der eine Thread auf diese Methode zu und der andere Thread will auf diese Methode zugreifen, nämlich der erste auf die First und der zweite Thread greift auf die Second Methode zu. Und sie sollen beide die Variable Flag hier verändern. Und der eine Thread, nämlich der erste, soll nur was machen, wenn die Flag false ist, und der zweite Thread soll nur was machen, wenn die Flag true ist. Und wenn der erste Thread fertig ist, dann soll der zweite Thread anfangen, und wenn der zweite Thread fertig ist, soll wieder der erste Thread anfangen und so weiter und so fort. Und deswegen schreibe ich jetzt mal hin, if Flag, der erste Thread habe ich gesagt, soll was machen, wenn sie false ist. Das heißt, wenn die Flag true ist, also if Flag heißt, wenn die Flag true ist, kennt ihr höchstwahrscheinlich, so, dann soll er warten. So, und jetzt gibt es einen Fehler. Warum gibt es einen Fehler? Wir müssen es mit einem Try and Catch surrounden. Ich erkläre euch gerade mal kurz, was hier passiert. Interrupted Exception kann rausfliegen, wenn jetzt hier zum Beispiel ich in meinem Main-Thread hier drüben, also das ist quasi der Main, der erstellt ja die anderen, wenn ich jetzt hier sage, okay, der Thread, der erste hier, den zerstöre ich jetzt mal ganz brutal. Und deswegen kann hier eine Interrupted Exception fliegen. Dann kann er natürlich nicht mehr warten, weil es ihn überhaupt nicht mehr gibt. Dann ist er gestorben. Deswegen müssen wir die hier abfangen, weil das würde sonst einen bösen Fehler geben und wir würden abstürzen. So, wenn die Flag
war es, dann soll er warten. Und ansonsten, beziehungsweise wenn die Flag nicht mehr, also wir gehen hier rein und Wade sagt dann einfach, er sleept so lange, ihr kennt Sleep vielleicht noch aus meinem letzten Video, er sleept so lange, als der Thread 1, wie die Flag falls ist. Wie, nee, er fängt einfach an zu sleepen. Und wenn er dann wieder aufgeweckt wird, das macht der zweite Thread dann, dann fängt er wieder an mit Arbeiten. So, und dann sagen wir mal, wenn er wieder arbeitet, dann soll er, was soll er dann machen? Das soll uns irgendwas ausgeben. Ich bin der Erste. So. Und dann setzen wir die Flag natürlich auf True. Weil er soll ja nicht gleich wieder angreifen. Hier. Also wenn die Flag True ist, dann soll er nicht wieder hier reinspringen. Sondern dann soll erstmal der zweite Thread arbeiten, weil wir hier quasi genau denselben Code gleich in die zweite Methode kopieren, nur ein kleines bisschen verändern. So, und dann haben wir die nächste Methode, die wir noch nicht kennen. Nicht Notification, tut mir leid, ich habe mich schon wieder verschrieben. Notify. So, das bedeutet, er weckt. Das brauchen wir nicht. Das bedeutet einfach, er weckt alle anderen Threads auf. Also quasi den zweiten, weil wir ja nur zwei haben. Ja, perfekt. Also der Thread, der hier noch sonst dieses Blob synchronisiert hat, der wird aufgeweckt. So, jetzt kopieren wir den ganzen Dreck hier runter und sagen nicht, wenn die Flag wahr ist, soll gar nichts soll er warten, sondern wenn die Flag false ist, soll er warten. Und dann schreiben wir hier auch zweiter hin. Ich bin der Zweite. Und wir setzen hier die Flag auf false. Und er soll den ersten Thread notifizieren, also benachrichtigen, dass er endlich wieder aufwacht. Und der kann dann laufen. So, was jetzt passiert, ist folgendes. Wir gehen hier rein mit unserem. Achso, das haben wir noch gar nicht implementiert. Das machen wir gleich. Wir gehen hier rein mit dem ersten Thread und überprüfen, ist die Flag false. Okay, nee, die ist. Ist die Flag true? Nee, ist sie nicht. Also überspringen wir den ganzen Teil hier natürlich. Geben aus, System out Printline. Und hier halt das ganze Ding und setzen die Flag auf true. Und benachrichtigen den zweiten. Und gleichzeitig währenddessen geht der zweite Thread hier rein und überprüft, ist die Flag false? Ja, ist sie. Also schläft er und dann passiert einfach nichts mehr. So, und währenddessen setzt ihm der erste Flag, die Flag hier auf True und benachrichtigt den hier. Wenn er ihn benachrichtigt, dann wacht er wieder auf, springt hier runter. Das ist ja die Catch, die ist ja dann nicht beachtet worden. Und gibt aus, ich bin der Zweite, setzt die Flag auf false und benachrichtigt wieder alle. Und während der zweite Thread hier das hier macht, springt der erste wieder hier rein, so werde ich das zumindest hier drüben gleich mal schreiben, springt der erste Thread wieder in diese First-Methode rein und überprüft, ist die Flag wahr, und da sie das ist, weil wir sie ja hier auf wahr gesetzt haben und der zweite Thread hier unten noch nicht angekommen ist, und deswegen schläft der dann und dann benachrichtigt der zweite Thread eben den ersten Thread und der springt wieder hier weiter und das kann man in einer Endlosschleife machen, aber wir wollen es nur, keine Ahnung, fünfmal oder sowas machen, deswegen schreiben wir uns hier eine Vorschleife. So, for int i gleich 0. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meinte. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten schaut es euch vielleicht zweimal an oder schreibt es als Kommentar, dann probiere ich es nochmal zu erklären. An für sich ist es ja nicht schwer gewesen. So, und jetzt sagen wir hier einfach, if der Boolean, der hier übergeben wird, also quasi den wir hier übergeben haben, true für den ersten Thread und false für den zweiten Thread. Also if flag, dann ist es unser erster Thread, das heißt, der soll. Wollen wir ihn dann blob.first ausführen und ansonsten soll er blob.second ausführen. So, und das fünfmal, genau. Genau, und das war's dann auch schon. So. Und jetzt lassen wir das mal schön laufen und schauen, was passiert. So. Jetzt haben wir hier Starter Thread, erster Thread. Starter Thread, zweiter. Und jetzt gibt der erste aus, ich bin der Erste. Dann gibt der zweite aus, ich bin der Zweite, weil der erste muss ja zuerst kommen, weil wir hier die Flag anfangs auf False gesetzt haben. Dann kommt wieder der Erste, dann kommt wieder der Zweite. Immer schön abwechseln, ganz brav. Weil wir ja hier immer abwechselnd die Flag auf True setzen und wieder auf False setzen. Und False kann der hier nicht weiterrennen, True kann der hier nicht weiterrennen. Und ihr seht, das ist dieselbe Variable, die wir hier benutzt haben. Achtung, hierbei gilt natürlich, was heißt natürlich, das ist gar nicht so offensichtlich, hierbei gilt, also wenn wir hier solche Sachen machen und dieselbe Variable verändern, die muss atomar sein, also so klein wie möglich. Ein Boolean ist da perfekt. Ints gehen auch.
Bei Doubles weiß ich es gar nicht, würde ich nicht machen. Also vorsichtig damit sein. Ihr wisst vielleicht noch aus dem letzten Video, was passieren kann. Und ich möchte euch jetzt auch gleich noch was zeigen, wenn ihr das soweit verstanden habt. Ist eigentlich nicht so schwer. Wir greifen ja einfach auf dieselbe Variable zu und verändern die, und je nachdem warten wir und notifizieren oder werden genotified oder notifizieren eben den anderen. So, und jetzt möchte ich euch gerade noch kurz was Gemeines zeigen, wenn nämlich wir hier zwei Flags haben. Boolean Flag gleich true. Ah, ja, gut, nennen wir sie Flag 2. Ups, mein Fehler. So, und jetzt haben wir hier eine Flag. Und jetzt machen wir hier nochmal if. Ja, wir kopieren einfach den ganzen Kram hier. So war das nicht gedacht. Das hier muss dann noch darunter. Nein. Und so. Flag 2 bitte. So. Und wenn wir das jetzt hier unten auch noch machen. Nur halt genau umgekehrt. Mit der Flag 2 auf Not gesetzt. So, Sekunde. Nein, das war's nicht. Jetzt habe ich's. So, und jetzt wird's gemein. Und da müsst ihr furchtbar aufpassen, nämlich mit diesen Flags kann man hier furchtbar viel Mist bauen. So, wir sagen hier, der erste Thread geht hier rein. Okay. Er sagt, ist die Flag 2 true? Okay. Ist sie? Das heißt, wir müssen hier warten. So, der hier sagt, ist die Flag 2 false? Nö, ist sie nicht. Also können wir hier weiterlaufen. Achso, halt, stopp, die Klammer muss doch da oben zugehen. Also normalerweise produziert man sowas auch nicht, deswegen ist es gerade ein bisschen komplizierter. So, die müssen irgendwie geschachtelt sein. Ich versuche es euch jetzt bloß mal kurz zu erklären, was da so passieren soll. Wenn die Flag 2 true ist, dann wartet er. Wenn die Flag 2 false ist, dann wartet der. So, das heißt, der hier wartet. Der wartet, also das ist der erste Thread. Der zweite, der wartet nicht. So, und jetzt aber, das funktioniert doch, schade. Also der zweite Thread sagt, ist die Flag false, die Flag 1 false. Okay, die Flag 1 ist false, das heißt, der wartet. So, aber der hier oben wartet hier ja schon. Das heißt, der hier wartet hier und der hier wartet hier. Ja, und wer benachrichtigt jetzt den anderen, weil Notify steht ja erst hier unten. Das ist scheiße. Das bedeutet, wir haben ein sogenanntes Deadlock. Ich schreibe es euch kurz mal hin. So. Und ein Deadlock ist ja eben die gegenseitige Wartebeziehung von zwei Threads aufeinander. Also der eine wartet auf den anderen und der andere wartet wieder auf den einen. Also Thread 1 wartet auf 2 und Thread 2 wartet auf 1, weil hier eben der eine muss erst die Flag 2 freigeben, also der Moment. Der Thread 2 muss erstmal die Flag 2 freigeben, also hier unten auf. Ja gut, die müsste ich hier vielleicht noch ändern. Flag 2 gleich false. Oder? True. Ne, false. Und der hier müsste die Flag 2 auf true setzen. So. Ohne Leerzeichen natürlich. So, der Thread 1 wartet auf den Thread 2 und der Thread 2 wartet auf den Thread 1. Und jeder belegt eine Variable, die den anderen dazu verdonnert, dass er warten soll. Und dadurch bleibt es natürlich hängen. Und wo habe ich schon wieder? Ah. Kein Error, gut. Und dadurch bleibt es hängen und ist quasi ein endlos schlafendes Programm. Das Einzige, was man dagegen wirklich machen kann, ist, man kann seinen Code so sauber schreiben, dass sowas nicht passieren kann. Sprich, dass niemals zwei verschiedene Threads aufeinander warten können. Oder man kann hier in seiner Main noch so Sachen machen wie, wenn er jetzt schläft und überhaupt nichts mehr macht, und das für keine Ahnung wie lange Zeit, dann schießen wir den Thread ab. Aber das ist, ja, wenn wir einfach mal so random einen Thread abschießen, dann kann es natürlich passieren, dass einfach unser Code nicht mehr ausgeführt wird, den wir dringend brauchen, und dass dann unser ganzes Programm schief läuft. Ist auch eine Quelle von relativ vielen Bugs. Also möglichst nur synchronisieren oder halt parallelisieren, besser gesagt. Also mehrere Threads erstellen, wenn die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Wenn sie denn mal was miteinander zu tun haben, dann versucht, dass ihr möglichst nur mit einer Flag zurechtkommt. Und wenn ihr dann tatsächlich mal mehrere braucht, dann versucht, dass wirklich in keiner Möglichkeit die sich irgendwie gegenseitig blockieren können. Das kann echt schief gehen. Also ich zeige es euch gerade mal. So, und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich anfangen mit Längen. Ne, werde ich noch nicht.
da sie ja nur einfach schlafen. Aber es passiert einfach gar nichts und hier sehen wir, wir können es noch terminieren, das heißt, das Programm läuft noch. Ja, blöd gelaufen, also ich muss es terminieren, weil es hier einfach einen Deadlock gibt. Gut, also damit haben wir schon mal kennengelernt, was, wie man dieselbe Variable verändert mit zwei Threads und wie man Deadlocks produziert oder sie auch vermeidet. Ich hoffe, das habt ihr euch am besten gemerkt, wie man sie vermeidet. Ja, das wär's dann auch schon wieder. Und das war's sogar komplett mit Multithreading. Mehr werde ich dazu nicht machen. Außer ihr habt noch Fragen dazu, dann postet sie mir bitte. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.